Servus, meine Lieben, und willkommen hier in der zweiten Fußball-Bundesliga zum heutigen Heimspiel. Blue Wolf Rover gegen Fortuna Düsseldorf. Ja. Im vorigen Auswärtsspiel gegen den Karlsruher SC haben wir leider eine schmerzhafte Niederlage kassiert und mussten uns mit 3:2 leider geschlagen geben, obwohl wir mit der guten Truppe ins Spiel reingegangen sind, aber irgendwie der Kampfeswillen war da, aber irgendwie die Überzeugung hat gefehlt. Ja, und jetzt müssen wir heute im Heimspiel, also gegen Düsseldorf ran. Stehen auf Platz 14, wir auf Platz 3 runtergerutscht mit 21 Punkten. Also der dritte gegen den 14. Ja, das sind 11 Plätze. Ja, mal sehen, ob heute ein neuer Stern aufgeht oder die Dunkelheit uns wirklich noch einholt. Ja, und mit diesem Team wollen wir in die Partie reingehen. Also im Tor Marc Jones, Koulibaly und Keller in der Innenverteidigung. Von außen links Ossef, von rechts Otto, Rivera und Dimitrov Flügelbereich, Stosi, Günther zentral offensiven Mittelfeld, Diehl hinter Mertens als offensiver Kapitän und Mertens ins Sturm. Ja, eine 4-3-3 defensiv. Mal sehen, ob es funktioniert. Gegenüber Carsten Meyer in Tor, Oberdorf, Tauglo, Narei, Hartherz, Klaus, Sieben, Prieb, Kapitän, Peterson, Appel, Kapp, Kowalski im Sturm. 4-2-3-1 bei Düsseldorf. Und damit ein herzliches Willkommen hier aus unserem Stadion zum 11. Spieltag hier in der zweiten Fußball-Bundesliga. Da kommen gerade die Mannschaften auf das Spielfeld. Und heute ist es doch endlich mal bewölkt, statt immer nur Regen, Regen, Regen. Und mal sehen, ob unsere Defensive heute was bringen tut. Ja, immer sind wir noch auf Platz 1 mit 33 Toren. Ja, apropos, FC Hansa Rostock hatte uns eine E-Mail geschickt und hat gesagt, ihr Spieler Theo Martins braucht Spielzeit, sonst ist die Leihe beendet. Und da habe ich den Theo Martins angerufen und gesagt, ey Theo, willst du spielen? Dein Club hat mir gesagt, du brauchst Spielzeit. Willst du spielen? Da sagt er zu mir, ja Trainer, ich will spielen. Und er ist in der Startelf. Und Günther hatte uns auch eine Nachricht geschickt. Auf der Bank Collins, Kostra, Finzon, Gurzon, Fernandes, Meyer und Castro. Ja, am Hofemann. Grüne. Das müsste Alexander Grüne sein, der bei uns mal gespielt hat. Und mal sehen, ob er uns ein Stolperstein ist oder wir ihn überraschen können. Ja, wir haben den Ball.
Und jetzt geht es nach vorne. Aber dieser Pass. Oh, wir können uns den trotzdem wieder erobern. Oh, das war irgendwie, kann man sagen, Glück. Nein. Aber jetzt haben wir ihn wieder verloren. Ja, wir spielen wieder in unserem blau-gelb Trikots auf der linken Seite und Düsseldorf voll im Rot auf der rechten Seite. Oh, 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 da ist Pill Cup. Oh, jetzt kommt der Ball. Ui! Max Jones kommt da noch ran. Aber hier der Düsseldorfer Spieler. Sein Kollege hier unten steht in der Abseitsfalle. Ja, da haben wir noch mal Glück gehabt. Auf Koulibaly, Marc Jones gespielt. Otto. Gut auf Deel. Sieht da unten Dimitrov. Oh, er muss abbremsen, weil sein Gegenspieler ihn schon ziemlich nah auf die Pelle gegangen ist. Da soll der Ball als Flanke reinkommen. Ha. Aber dieser Versuch scheitert hier für uns leider. Mal sehen. Ja, jetzt kommt der Ball auf den Flügel in Narei. Oh, jetzt geht der wieder auf Peterson. Rückpass auf Prieb. Oh, da erobern wir uns den Ball wieder zurück. Oh, jetzt hat Dimitrov wieder guten Pass. Oh, das war sehr gut gespielt auf Rivera. Flanke kommt rein, aber finde keinen Abnehmer. Günther leider nicht dran gekommen. Schade, schade, schade. Hartherz, Klaus und Otto schafft es nicht mal, einen von den beiden den Ball irgendwie abzunehmen. Aber dieser Schuss hier von Düsseldorf landet leider ins Aus. Und da hat Marc Jones erstmal wieder etwas Luft und kann sich jetzt mal wieder auf einen weiten Abschlag konzentrieren. Der auf Deel. Dimitrov. Auf Günther. Der Hartherz über kontert. Jetzt kommt der Ball rein. Jawohl! Ach nein, schade. Doch kein Tor. Stosik. Leider abseits. Ja, hier sieht man es nochmal. Es war ganz klar abseits. Schade, das wäre die große Chance für die Blue Wolf Rover geworden. Aber leider hat die Abseitsfalle gut aufgepasst. Oh, das war guter bekannter Ball. Kommt der Ball rein. Aber das war unter der Latte. Eigentlich wäre der Ball drin gewesen. Deel. Aber der Schuss bleibt am Gegenspieler hängen. So, jetzt haben wir in unserer Hälfte erstmal wieder den Ball zurück. Dimitrov. Kann er flanken. Durch den Fallrückzieher wird der Ball erstmal rausgeschlagen. Und schon hat Düsseldorf wieder eine Chance. Aber wir können uns durchsetzen. Günther. Deel. Und Rivera will versuchen zu schießen, aber sein Gegenspieler ist schon da und hat den Ball mühelos angenommen. So, jetzt kommt der Ball. Wir haben aufgepasst. Vom 16er. Aber der Pass nach vorne landet leider bei Düsseldorf wieder vor die Füße. Oh, Klaus. Immer noch am Ball. Ja, den Ball wieder zurück. Ja, gut auf Theo Martins. Aber hier ist Rivera. Und wieder eine Flanke in die 16er. Landet wieder beim Gegenspieler. Aber
Wieder haben wir uns den Ball zurückerobert. Deal, dieses Mal mit einem Versuch. Aber jetzt müsste das Tor zählen. Ja, es zählt! Stosik! Unser ZM-Spieler macht es wieder und hat den Ball mit dem Kopf ins Tor boxiert. Jawohl! Und damit haben wir die 1:0-Führung präzise bekommen. Und da kann sich der Keeper auch lang machen im Tor. An diesem Ball ist er leider nicht rangekommen. Viertes Tor in der dritten Partie. 34. Minute. Das 1:0 für die Blue Vova. Anstoß für Düsseldorf. Und jetzt muss sich Düsseldorf was einfallen. Wir haben Grüne noch nirgendwo gesehen. Aber ich glaube, er muss ja auch in der zweiten Halbzeit dann vielleicht reinkommen. Das auch zeigt, wie gut er geworden ist. Ostev. Ah, da landet wieder bei einem Düsseldorfer Spieler. Und da ist der Ausgleich. Da ist der Ausgleich. Und was für ein strammer Schuss. Ja. Soll der Pass eigentlich runterkommen? So unsere 27. Aber leider landet er genau hier bei der Nummer 9. Und mit so einem Drehschuss, also mit der Innenseite, so gut rein zu zirkeln, dass es Kopf Naki mit dem Ausgleich. Da hat man es gerade von zweiten Stadionsprecher gehört. Und schon wieder verlieren wir den Ball. Aber wir kriegen ihn nicht weit nach vorne zu unserem Stürmer Theo Martens. Peterson. Wir haben ihn zurück, aber nicht gut geklärt. Und da knallt uns Düsseldorf sogar das 2:1 rein. Und das war Priep. Obwohl hier gut verteidigt, aber Düsseldorf die Passwege eng gemacht hat, so dass wir die Ball nicht nach vorne setzen konnten. Ja, und schon hat uns Priep das zweite Gegentor reingeknallt. Ja, seine 8. Partie, sein 2. Saisontor. Ja, Kapitän. Ja, es sind noch ein paar Minuten auf der Uhr. Und die Flanke nimmt keinen Abnehmer. Deal. Und das war gerade ein guter Versuch hier von Deal. Nochmal in der Wiederholung zu sehen. Ja. Der Ball wäre aber theoretisch gegen die Latte gekommen. 100%ig. Günther mit der Ecke auf Martens. Aber direkt in die Arme des Keepers. Ja. Ein guter Versuch, Martens. Aber ja, nicht viel zu sehen, aber er zeigt es gerade, dass er Spielzeit braucht. Ja, 2:1 hier in der ersten Halbzeit. Hier ist erstmal die Spielanalyse. Ja, ein Schusspräzision nicht genug da. Das ist Düsseldorf ein bisschen stärker als wir. Ab
4, Anstoß in der zweiten Halbzeit. Keine Wechseln auf beiden Seiten. Und mal sehen, ob wir vielleicht den Rückstand wieder ausgleichen können oder wir zu einem Führungstor kommen. Dafür wird Martins den Ball. Aber wir waren schon fast dran, aber noch nicht gut genug. Ampel, Kapp, Kamp. Jetzt kommt die Flanke rein. Und Marc Jones hält ihn. Schlägt ihn erstmal weit raus. Theo Martins. Oh, da ist Stosik. Auf Dehl. Günther. Aber das war abseits. Ja. Ganz klar. Hier Dimitrau. Abseits. Ah, Millimeter im Abseits, ja. Oberdorf. Mit dem weiten Ball. Das Martins. Guter, strammer Schuss. Wollte mal selbst aufs Tor schießen, um den Keeper zu prüfen. Versuch war ja gut, aber der Keeper war doch ein bisschen stärker. So. Günther wieder mit der Ecke. Kommt rein, Koulibaly mit dem Kopf. Aber dieser Ball landet leider nicht im Tor, sondern im Aus. Ja, hier sieht man es nochmal genau. Landet im Aus. Carsten Meyer schlägt ihn weit auf die Nummer 9. Aber wir kriegen den Ball nicht irgendwie erwischt. Oh, das war ein guter Ball. Ja, da ist Günther. Mit viel Platz auf dem Flügel jetzt. Aber noch ist die Gefahr da. Und da ist sie wieder weg. Dehl mit einem guten Schuss, aber nicht stark genug. Er landet beim Keeper. Weiter Ball. Koulibaly. Theo Martins wieder gezögert. Sind schon in der 60. Minute. Und jetzt kommt der Ball am Flügel. Kommt rein, aber wird geklärt. Dehl. Er landet nicht bei Stosik. Da wäre der Pass perfekt auf Martins gekommen. Und vielleicht irgendwie einen Schwung nach vorne zu geben. Dehl. Und das Theo Martins. Jawohl. Theo Martins, der Leihspieler von Hansa Rostock, macht sein Ehrentor hier in der 65. Minute für die Blue Wolf Rover. Und Stosiks Pass perfekt zu ihm. Der Keeper kommt zwar raus, aber bleibt dann stehen, weil er dachte, der Ball kommt direkt auf ihn zu. Nein, zack, Theo Martins haut ihn genau oben rechts rein. Jawohl. Wir sind jetzt in der 65. Minute und können auch mal wechseln. Ja, Dehl, sehr abgekämpft. Gottson kommt rein. Ja. Fernandes für Otto. Und Ossef. Da kommt Costa rein. So. Unsere Wechsel sind betätigt worden. So. Anschluss wieder für Düsseldorf. Steht jetzt 2:2. Und mal sehen, ob wir vielleicht noch das Führungstor schießen können. Oder wir doch irgendwie wieder eine Klatsche kassieren.
aber hier gutes Abwehrstellung. Oh, das war ein guter Pass. Oh, und Günther schafft es sogar zu überholen. Flanke kommt rein. Und das Martens. Jawohl, Doppelpass für Theo Martens. Jawohl. Er ist gedacht, das Tor wird nicht zählen, aber es zählt. Jawohl. Jetzt zeigt uns der Stürmer, dass er es kann. Ich glaube, das war die Nummer 48. Und dann schön auf Theo Martens. Und der Ball dreht sich perfekt. Ja, jawohl. Da ist die Führung für uns. Ja, Doppelpack für Theo Martens. So. Kommt der Ball am Flügel. Klaus hat ihn. Fernandes. Kann gut mithalten. Kommt der Ball in. Oh, guter Verlust hier aus dem 16er heraus. Gottson, wo schlägst du den Ball hin? Das war wirklich nicht gut. Wieder Fernandes. Kommt der Ball rein. Mit einem Fallrückzieher-Versuch. Wollt Koulibaly den wieder rausschlagen. Aber es gibt Ecke. So, es gibt einen Wechsel. Bei Düsseldorf, die 7 wird runter. Subata kommt drauf. Subotka. Wow. Und Marc Jones, gute Parade. Weiter Ball. Stosik rennt zwar ordentlich schnell, aber er schafft es nicht, den Düsseldorfer Spieler einzuholen. Und schon hat Düsseldorf wieder eine Chance anzugreifen. Aber unser Fernandes stellt sich ein bisschen davor, so dass die Nummer 11, Klaus, den Ball nicht genug annehmen kann, also abschließen kann, meinte ich. Und somit wir da. Jetzt kommt Hartherz runter und Alexander Grüne kommt drauf. Da ist er, unser Ex-Spieler. Mal sehen, ob er zum Zuge kommt. Koulibaly, Rieb, Pedersen, Ampelkap. Den nehmen wir noch gut. Aber der Schuss von der Nummer 6, Prieb, mit dem linken Fuß leider ins Aus. So. Weiter Abschlag auf Gottson. Landet bei Dimitrov. Jetzt Günther, schönen Sprint. Rückpass. Gottson. Aber Günther, mit so einem Schuss kannst du den Keeper nicht gut täuschen. Oh, das war Keller gewesen. Und hier Theo Martens. Nochmal eine gute Chance mit Stosik. Aber Theo Martens kommt da leider nicht ran. Schade. Sehr schade. Nun sind gleich um. Koulibaly hat ihn. Fernandes schlägt ihn weit nach unten. Günther. Theo Martens hat ihn immer noch.
Aber jetzt ist der Ball wohl weg, weil er kaum noch Schwung hatte, um wieder hinzukommen. Aber wir gewinnen dieses Heimspiel mit 3:2 und haben 3 wichtige Punkte auf dem Konto. Fernandes, gute Verteidigung, und Theo Martins grandiose Tore zeigen, dass er es wirklich für uns ein guter Stürmer ist. Und damit hat er auch mehr Spielzeit verdient. 3:2 der Endstand. Theo Martins hat heute 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels. Martins hat mich heute wirklich beeindruckt. Das war eine super Leistung von ihm. Sie konnten durch das entscheidende Tor im zweiten Durchgang einen knappen Sieg einfahren. Was war aus Ihrer Sicht heute ausschlaggebend? Wir haben den Sieg mit unserer Spielweise verdient. Wir haben viele Chancen rausgeholt, sodass der Sieg eigentlich noch deutlich, ja, hätte ausfallen müssen. Nach dem heutigen Ergebnis kann Fortuna Düsseldorf den Abstieg wohl nicht mehr abwenden. Ihr Kommentar dazu. Wir wollen diesen Wettbewerb natürlich gewinnen, wie jedes andere Team auch. Hier gibt jeder sein Bestes, hier ruft jeder Topleistungen ab, aber am Ende muss es halt auch Verlierer geben. Und nach diesem grandiosen Spiel haben wir auch die zweite Runde des DFB-Pokal und müssen ran, auswärts gegen TSV 1860 München. 2 Spielerchat-Nachrichten. Samuel Koulibaly, danke, dass Sie mir vertrauen, obwohl ich keiner der Top-Spieler bei diesem Verein bin. Ich bin stolz auf dich. Deine Einsatzfreude ist großartig, das macht mich richtig stolz. Ich freue mich darauf, mehr von dir gezeigt zu bekommen. Niklas Ludwig, hallo Boss, Sie wissen doch sicher, wie frustriert ich bin, wenn ich nicht genug regelmäßig spiele. Ich will dem Team helfen und will auch nicht meine Stammposition verlieren. Keine Sorge, ich behalte das im Hinterkopf, und trotzdem bist du immer noch Teil der Mannschaft und bist noch nicht das schwarze Schaf hier drin. Ah, wir haben 2 Nachrichten und einen Scout-Bericht. Mal sehen. Ja, Zachary Coates hat eine 58 bis zur 74. Jackson Field. Nein. Ibrahim Parker. Gesamt 65 bis 83. Hugo Bartlett. Gesamt 70 bis 90. Da würde ich sagen, ja, aber ich beobachte ihn noch weiter. Jackson Bogues, 62 bis 80. Callum Wilson, 71 bis 94. Thomas Marx, 71 bis 94. Martin Garrett, da würde ich sagen, nein, mein Freund, das wird wohl nichts. Declan Holovari, 77 bis 94. Da gucke ich Oskin noch, um hier zu sehen, wer für uns ins
in die Fußballschule reinkommt. Ah, Felix Mambimi hat eine Frage an uns. Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe, dass ich gegen TSV 1860 München nicht auf der Bank sitzen werde. Es liegen vor uns wichtige Spiele, da musst du in Topform sein. Ja. Mal sehen, wie wir uns im nächsten also im Pokal schlagen werden oder vorbereiten. Aber das ist meine Sache und wie immer in der Videobeschreibung TikTok, Instagram, Spotify, mein Zweitkanal, meine Social Media Plattformen und auf diesem Video gerne einen Daumen da lassen, wäre herzenswert. Kommentar in die Kommentarbox und teilt das Video an andere, dass sie auch diese Karriere gerne verfolgen können. So, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen und wir sehen uns im DFB-Pokal gegen TSV 1860 München wieder und dann vielleicht schlagen wir sie oder bekommen eine harte Niederlage. Das werdet ihr alles in der nächsten Episode sehen. So, haut rein, euer Blue Eyes Red Dragon. Ja, jetzt schaut.